time to say goodbye. Aber nicht mit moi. Ich nehme mir einen Moment zum Trauern. Stopp! Nicht zu viel. Nein, Spaß beiseite und jetzt erstmal Butter bei den Fischen. Ich bin wirklich wehmütig, weil ich mich gerne noch mit diesen Cranks weiter gemessen hätte. Aber ich bin sensationell dankbar für jeden einzelnen Moment, den ich an diesem verzaubernden Ort erleben durfte. Um aus Fehlern lernen zu können, gibt es jetzt eine Runde. Backen wie im Zelt. So, meine Lieben, backen wie im Zelt, diesmal ohne der technischen Prüfung. Dafür gehen wir dem Ganzen auf den Grund. Warum musste ich heute das Zelt verlassen? Und wie kann so ein Anschnitt entstehen? Das finden wir jetzt in meiner Küche heraus. Und zwar machen wir den Rotweinkuchen. Dafür brauchen wir Butter und Zucker. Das wird miteinander vermengt und als nächstes kommen die Eier hinzu. Das Eiweiß packen wir auf die Seite, das Eigelb kommt mit rein und wird vermengt. Und jetzt kommt noch der Vanillezucker und jetzt das Wichtige, der Rotwein. Der kommt mit hinein und das wird wieder natürlich miteinander vermengt. Als nächstes das Mehl. Und was ich beim Backen wirklich gelernt habe, es wird alles gesiebt. Könnte ich Fondant sieben? Ich würde ihn sogar sieben, aber das ist hier nicht notwendig, sondern ein bisschen Backpulver, wie ihr gesehen habt, wird miteinander vermengt. Und jetzt kommt der experimentelle Teil. Wir machen insgesamt drei verschiedene Teile. Alles ist sozusagen aufgerechnet. Einmal sind hier 250 ml Wein drin. Für das nächste kommt ein bisschen Wein mit dazu. Hier haben wir nämlich insgesamt 300 ml Wein drin. Und in dem letzten, so wie ich es im Zelt gemacht habe, sogar 400 ml. Ein bisschen zu viel, meine Lieben. Jetzt das Eiweiß steif schlagen und dann im Mengenverhältnis natürlich wieder auf die drei aufteilen. Jetzt werden die einzelnen Sorten untergehoben und dann jeweils in ein Backförmchen geschoben. Und zwar machen wir das nicht nur einmal, sondern insgesamt dreimal. Hier ist das zweite und dann folgt auch schon das dritte. Und jetzt kommt das Ganze dann in den Ofen, wie ihr seht. Während der Backzeit nun kurz ein anderes Thema. Eine gewisse Sally. Ich kenne sie nur durch meine Backfreunde und eben diesen Post dieser Lady über das große Backen, was in mir das Bedürfnis erweckt, dir, liebe Sally, zu sagen, behalte deine Lügen, die wahrscheinlich durch Ablehnung entstanden sind, für dich. Und ich kann nur hoffen, dass niemand deinen Schmarrn im karierten Hemd glaubt. Liebe Grüße. So, jetzt aber weiter zu Wichtigerem. Was macht eigentlich der Ofen? Da kommen jetzt gerade drei verschiedene Versionen des Rotweinkuchens heraus. Also jetzt gucken wir mal, Stäbchentest sagt bei allen dreien bestanden, aber irgendwas muss ja anders da sein. Wir gucken, das ist die Version von meiner Schwiegermama und ja, der sieht super, super lecker aus, tolle Porung. Das ist jetzt ein bisschen mehr in meiner Vorbereitung, ich wollte Christian einfach ein bisschen mehr Rotwein geben und das ist die Version aus dem Zelt, da habe ich es einfach zu gut gemeint, das war nix. Und ja, jetzt probieren wir den, der ist super lecker und mit dem Wissen wird es dann auch beim nächsten Mal nicht nur von außen mit dem Truthahn was, sondern auch von innen. Liebe Grüße, au revoir! Und mit diesem Wissen hätte ich vielleicht auch eine Option auf die nächste Runde gehabt. Denn wie hat Christian meine Kürbiscreme beurteilt? Mit seinem Klassiker. Eine Augenbraue nach oben und dann Porno. Das Rezept zeige ich euch bei einer anderen Gelegenheit. Und da ich heute erfahren habe, dass Wissen Macht sein kann, hier ein bisschen mehr davon vom Profi-Tipp. Nach meiner Einführung in das Fondant-Wissen wurde ich durch unsere WhatsApp-Backfreunde-Gruppe auf verschärftes Wissen hingewiesen. Ganz vorne mit am Start, Paddy. Und diese Informationen will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Original O-Ton, ja, wenn du die Blüten halt oder die Blütenblätter wirklich schön dünn und so ausrollen willst, dass die trotzdem stabil bleiben, dann solltest du dir auf jeden Fall Blütenpaste bestellen. Ich kenne zwar welche, die Fondant mit CMC benutzen, aber wenn man wirklich filigran arbeiten möchte, dann kommt man an Blütenpaste nicht dran vorbei. Meiner Meinung nach zumindest. Also die Meinung von Patrick. Ein Produktetipp wurde auch gleich mitgeliefert. Das hier, Seragino, ist wohl die beste. Aber Satineis wird manchmal nicht fest. Be careful, boy. Serpil ergänzte das Ganze noch. Nicht mit Butter, Frischkäse, Frischcreme, Gedöns, sondern mit ihrem Wissen, dass sie sagt, yo, das stimmt. CMC und Fondant wird schnell mal brüchig. Dieselbe Erfahrung habe ebenfalls auch ich gemacht mit meiner Rainbow-Flagge auf meiner Walking Around the World-Torte. Zwei sind beim Aufstellen gebrochen. Und aus diesem Grund werde ich mich in Zukunft natürlich auch voll und ganz auf die Blütenpaste verlassen.
ich hätte von meinen Backfreunden übrig gebliebene und durchgebackene Böden verwenden können. Ich habe mich aber dagegen entschieden. Schreib doch einfach mal in die Kommentare, wie du dich entschieden hättest. Und wenn ihr schon die Tasten zum Glühen bringt, dann auch noch das Abo mitnehmen und den Daumen nach oben. So, und jetzt nochmal alle den Terminplaner rausholen. Denn hier folgen ein paar Dates. Merkt euch vor, am 11. und 12. November geht's auf die Wiener Konditorenmesse. Seid ihr mit am Start? Klappe die zweite am 25. und 26. November in Stuttgart auf der Konditorenmesse. Sag mal, spürt ihr das? Seid ihr mit am Start? Und dann noch eine kurze Meldung aus aktuellem Anlass. Die Sportchallenge am Mittwoch wird verschoben. Yeah! Uhuhu, yeah! Uhuhu. Und es wird Platz gemacht für Frau Fischer hier bei Liaison.